Hallo. 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 Ja, mach. Sag zu unseren Zuschauern Hallo. Hallo, hallo. Zuschauer. Wow, guten Tag. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dominik hat es gerade komplett verkackt. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich nach dem Intro. Da waren beide hoch. Oh, hier ist der Sprit günstiger wie bei uns. Das kann ja wohl nicht angehen. Also ich habe 1,48 getankt gehabt vorhin. Ja, wir haben 1,53. Also ich habe für 3 Euro getankt. Exakt, Ursula. Ja, das ist sowieso peinlich. Also, Pascal, ganz ehrlich. Mann. Bei mir waren es schon 15. Also meine Freunde, wir fahren hier gerade am wunderschönen, im wahrsten Sinne des Wortes, Pfingstmontag. Und damit heiße ich euch auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir dachten uns, wir machen bei diesem wunderbaren, herrlichen Wetter heute mal wieder eine kleine, aber feine Tour. Gib Gas. Ja. Und wie ihr gesehen habt, wir sind nicht allein. Der liebe Niklas ist auch dabei. Genau, Grüße. Ja, ihr hört ihn auch über Sena, das ist ganz cool. Also, ist das jetzt der... Warte, 2, 4... Boah, wir sind 6 Leute. Was, wie nennt man so einen Vlog? Was heißt 6 auf Spanisch? Ja. Alter, also... Es ist ein Sixpack. Cool. Keine Ahnung, was das auf Spanisch heißt. Ja, Vicky, grüß mal von der Stelle aus. Die sitzt oder liegt zu Hause, krankheitsbedingt. Ja, genau. Aber wir denken an sie, ganz doll. Während wir hier unseren Spaß haben. Ja. Sorry, das musste sein. Das nächste Mal ist sie wieder dabei, auf alle Fälle. Ja, das war. Aber Gesundheit geht erstmal vor. Wie sieht's aus? Ja. Wow. Der Papa kann ja mal sagen, in welcher Richtung wir gerade unterwegs sind. Sind jetzt Richtung Goslar unterwegs auf der B6 und verlassen die B6 gleich und fahren auf die 248 Richtung Seesen. Okay. Also heute war der Plan Richtung Pfeffer. Ne? Genau. Ja. So, die Tour, die müsstet ihr aus unseren Videos schon öfters kennen. Auch unser Auto wurde dort gedreht, aber wir haben tatsächlich bewusst uns dafür entschieden, eine bekannte Strecke zu nehmen, weil gerade Niklas ja als Neueinsteiger noch nicht so große Touren gefahren ist. Und da ist es natürlich sinnig, wenn wir die Strecken selbst auch kennen. Dann gibt das noch ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit, gerade wenn man neu anfängt. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, oder? Das hat sich auf alle Fälle sehr schlau angehört. Ja, also ohne Witz, das ist schon, wow. Habe ich ja selbst nicht mitgerechnet. Kommt da vorne gleich ein Blitzer? Glaube. An Dreirad. Ah ja. Nee, der Blitzer kommt hinten erst. Ach so. In der 70er-Zone auf der rechten Seite, wenn wir zur Kieskuhle runterfahren. Es sieht halt einfach, ja nicht. Es sieht halt einfach richtig nach Sternformation gerade aus, obwohl ihr versetzt fahrt. Aber ist doch gut. Da kann man jedes Maschinchen einmal sehen. Ja. So sieht's aus. Der Vorteil für mich ist, dass ich sie im Rückspiegel alle drei sehe. Ja, ist doch super. Deswegen fahren wir ja auch versetzt. Ah! Ah! Oh! Bildungsauftrag von Dominik wird wieder erfüllt. Oh, das wird das totale Bildungsvideo, ich seh's schon. Ja.
Videos der Quad Family ist auf diese Bildung im A. Ich verstehe dich gerade absolut nicht. Du verstehst mich nie. Ja, das ist richtig. Nein, aber die Strecke ist ganz schön, da ja da auch ein paar Kurven sind. Ja. Pizza. Pizza? Ja, Pizza da vorne. Genau, hinter der Kreuzung. Ja, trotzdem ist hier 70. Ach da! Ich fahre ja nur 62. Ja, jetzt. Ja, mal winken. Wenn er was geblitzt hätte, ne? Thomas, da hat was nicht hingehauen. Wir wären alle auf dem Foto gewesen. Ja, ich oh, ja, wenn ich jetzt so schnell gefahren wäre, dass das geblitzt hätte, hätte ich einen Nacken gekriegt. Aber es wäre ein geiles Gruppenfoto geworden. Ja. Definitiv. Neues Gruppenfoto für die WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. Ja, jetzt mal doofe Frage, hättet ihr uns alle vier drauf gehabt? Ja, dafür hätten wir es ja probieren müssen. Ja. Also ich muss echt sagen, sieht alles richtig schön aus, die Rapsfelder, die Bühnen richtig. Ja. Also schon krass. Aber es ist halt deutlich kälter als die letzten Jahre. Und es ist verdammt windig, sonst hätte ich ja fast gesagt, man hätte sich mit der Drohne hier mal irgendwo hinstellen können. Aber das ist ja der Hammer. Ja. Oh, der Motorradparat gegrüßt, wie wunderbar. Ja, ja ab und zu hat man das ja mal, ne? Ab und zu ist es so, ja. Ja, ab und zu hast du ein paar Ehrenmänner dabei. Ja, aber guck mal, hier bist du jetzt schon so ein bisschen mehr oder weniger rechts und links im Wald und schon lässt der Wind nach, ne? Ja, der macht er noch nie. Hier haben wir das Outro gedreht. Ah, okay. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht kommt ja Niklas die Strecke hier bekannt vor. Nee, bis jetzt nicht, die ist aber echt geil. Gleich. Das Outro-Video. Da ist das Outro-Video, ab hier. Ab hier. Ah, ja. Geil, cool. Ja, das wäre hier eigentlich echt eine geile Stelle. Hallo. Hallo, Mutti fährt mit. Alles schick. Sei nur ein bisschen oben. Die grüßen alle drei. Jede Stelle sich hier Ehre, hin. Ehre, Ehre. Ehre, 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 Digga. Aber richtig, geil. Richtig. Es war nur das Vorderrad so ein bisschen in der Luft. Ja, ich hab's trotzdem gespürt. Ja, das geht bei eurer. Haben Dom und ich ausprobiert. Da war ich nicht dabei und das ist auch gut so. Fühlst du dich da hinten? Ja, richtig gut. Ja? Das ist schön. Ja. Astral. Mike ist ja unsere kleine Sozius-Schlampe, ne? Der er hat überall schon mal drauf gesessen. Alter! Sag mal! Pascal, Mann! Das ist alles eine Frage der Ansichtssache. Wenn ihr so versaut denkt, dann kann ich da nichts für. Ich hab gar nicht so gedacht. Ach ja, was ein schöner roter Bauch. Ehrlich. So gut. Vorhin auf dem Weg zu meinem Vater habe ich erstmal schön vielleicht einen Nachfolger gefunden. Kleines mit einem Kleinquad, absolut geil. Echt auch cool. Richtig rot. Sie hat auch gewonnen, also. Ist ja cool. Voll gut. Voll gut. Wie wir eben zu dir gefahren sind, da war auch, hat uns ein T5 oder T6 überholt. Und hat auch ein kleiner Junge Fenster runtergemacht, Kopf raus und war am Ende. Wie blöd, total niedlich. Das war richtig cool. Ja, das passiert mir öfter. Aha, okay. Dass die Leute den Kopf raushalten und dir winken, ne? Oh Mann, oh Mann. Ich spür's schon, gleich knallt sie wieder, ey. Ja, gleich macht einmal Wumm. Dominik, fühlt es sich eigentlich komisch an, wenn du jetzt so ohne Sozius fährst? Nee, Mann, es ist irgendwie voll befreiend. Ja, das Ding ist einfach so, beim ATV hast du es ja einfach wirklich, du hast zu, ja, sagen wir mal 90% hinten einen Koffer. Das heißt, Mike oder auch Ma,
sind deutlich sicherer und klammern sich nicht so am Vordermann fest. Das heißt im Klartext, das Mike, der hält sich ja direkt bei mir fest und Alter, das schwitzt hinten am Rücken, das ist so unangenehm bei dem Wetter. Ja. Richtig heftig. Man muss dazu sagen, wir haben heute knackige 20 Grad. Das ist das, also für die letzten 8 Wochen schon echt heftig. Ja. Und es ist halt, also Dominik und ich, wir haben unsere Lederjacken unter den Sweatshirtjacken. Und man muss echt dazu sagen, ohne die, es würde halt richtig, dieses schwarze Leder würde sich richtig aufheizen. Also wir merken es echt an unseren Handschuhen. Also ich habe nur den Hoodie an und ein T-Shirt drunter. Und wenn der Wind hier jetzt nicht wäre, aber der ist echt angenehm, muss ich sagen, weil es nicht so ein richtig kalter Wind ist. Es hat sich echt angenehm. Also bei mir auch nur T-Shirt und Pulli und das war's. Genau. Natürlich Nähenschutz noch an, aber also ich natürlich. In Ordnung. Absolut in Ordnung. Absolut, aber wir sind halt nicht ganz so eine Weicheier mit Lederjacke und ne, lange Unterhose und so, wie manche anderen halt, ne? Das ist ja. Die Lederjacke hat gar nichts mit Wärme zu tun. Es ist eigentlich nur wegen Protektoren. Ah, natürlich. Das sagt er jetzt nur so. Ja, ist doch egal. Genau wie gestern in Langau. Ja. Ja, gestern war es auch kalt. Alter, was ist denn hier los? Wow! Hey, Menschen! Oh mein Gott, Menschen! Boah, wie cool. Hup mal, wir könnten winken. Ja! Das ist so lustig. Also, meine Freunde, ein kleines Stückchen Normalität kehrt wieder ein. Alter, geil! Jetzt mal wirklich ohne Spaß. Ich bin der Pimmelpanda heute 5 Mal. Wann haben wir denn bitte das letzte Mal einen so vollgefüllten Biergarten ohne Maske gesehen? Ey, ist schon krass. Ey, das ist ja mittlerweile eine Seltenheit. Ja. Definitiv. Also die letzten 1,5 Jahre definitiv nicht mehr. Ja. Nee. Ich habe gefühlt in den letzten Jahren, in diesem letzten Jahr, mehr Sportwagen gesehen als Leute in einem Biergarten. Definitiv. Ist das krass. Ja, aber hättet ihr euch das mal gedacht, dass ihr euch so darüber freut, dass man Leute in einem Biergarten sieht? Ich meine mal ehrlich. Ey, das ist Hammer. Ich freue mich gerade richtig. Naja, siehst du, hat sich das jetzt doch kann Dumm heute durch. Ganz entspannt wieder einschlafen. Ja, ja. Ehrlich. Ein bisschen Normalität ist wieder zurück. Ja, wobei jetzt als Ghetto die Werte schon wieder gestiegen sind, ne? Sprech mal nicht drüber. Ehrlich. Wir sind wieder knapp unter 100. Ich glaube 97 oder 98 schon wieder. Ach nö. Doch, ja, leider. Boah, Alter, ist das windig. Ja, aber ist ja nur noch alles eine Frage der Zeit, dann sind wir durchgeimpft und dann kann... Ich wollte gerade sagen, 5 Wochen noch und dann ist alles okay. Ja. An die Füße weg. Ach Mensch, genau, wie ist es bei dir überhaupt gelaufen? War alles gut oder hattest du irgendwas gepasst? Tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt die letzten Tage so ein bisschen müde gewesen, habe immer nach Arbeit ein bisschen scharf gemacht, aber an sich halt nur die Armschmerzen, ne? Ja, also, das ist normal, aber auch, ja. An sich tatsächlich gar nichts. Also ich bin echt, habe echt Glück gehabt. Ja, ging uns aber genauso. Ja. Richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt. Es kommt auch drauf an, wie es nach der zweiten Impfung dann ist, ne? Weil manchen ist die zweite Impfung dann immer so. Ja, aber mal schauen. Das haben wir auch gesagt. Wir sind ja nun vorgestern in 3 Wochen dran mit der zweiten. Aber weißt du, schon alleine, wenn es diesen Effekt hat, dass wir uns dann frei bewegen können, ohne dass du Angst haben musst. Ich grüß mal. Okay, ja, hat er nicht. Ich grüß mal. Okay, hat er nicht. Dann eben nicht. Er hat mich so grüßt, ja. So was. Ich hab schon die ganze Zeit Mitfahrer bei mir. Aber weißt du, wenn es den Effekt hat, dass du dich dann einfach frei bewegen Auto. Kannst. Alles klar, Bruder. Easy. Er gönnt sich. Ja. Ey,
Ui, das sind Kurvenräuber. Oh, die haben aber ein ganz schönes Tempo drauf. Wer denn? Da vorne. Ach da. Ich muss ja mal hier vorbei. Ich grüße mal wieder, ne? Jetzt hat er ja die Schnauze voll, jetzt mach ihn. Ja, er hat kurz die Hand gehoben. Ich glaube tatsächlich. Ich wollte sagen, er hat gegrüßt. Weil die sah tatsächlich stark nach Anfänger aus, weil der ziemlich unsicher war mit der Hand am Machen. Okay, soll ich hier mal winken? Ich winke jetzt mal. Achtung, Mutti's Einsatz. Lieber nicht. Guck! Junge! Ah, nee. Ehrlich. Ey, geil. Also ist schon cool. Es fühlt sich halt alles jetzt wieder so ein bisschen normal an, ne? Ja, ich finde auch, wir sind total normal. Ja, ja, immer doch. Ja, natürlich. Ah, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie man normal schreibt. Na, N-O-R. Ey, fährst du mal nicht so weit rechts, Alter. Nicht R-H und R. Hallo, das ist ein ATV, ein All-Terrain-Vehikel. Das muss auch mal in seinen natürlichen Lebensraum geführt werden. Ehrlich, artgerechte Haltung und so. Du kannst es gerne führen, wenn ich nicht mit drauf sitze, weißt du? Ja, bete lieber, dass er da vorne beim Bahnübergang kein Gas gibt. Oh warte, hier riecht es immer ein bisschen streng. Niklas, ich sage dazu, ich habe zu Pascal gestern gesagt, er soll noch duschen. Oh, da kommt ein Quad, da kommt ein Quad! Das ist ein Quad. Das sah aus. Ich glaube, das sind nur zwei, ich bin mir nicht sicher. Also ein Motorrad, ein Quad. Ja, nicht gesehen. Ein Quad, ein Motorrad. Ja? Ja! 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 Ja. Ja. Wer grüßt denn so, bitteschön? Ja, du kannst Fahrer übertreiben, sag ich doch. Das war eine Frau. Ja, was soll denn das heißen? Alles klar, der will bestimmt mit. Thomas, ey. Ach nee, der geht Gassi mit dem Hund. Der geht Gassi, ja. So, Dominik, wie war das mit dem Bahnübergang? Ja, Gas geben. Einfach draufhalten. Einfach Gas geben, einfach drauf. Aber aufpassen mit dem Hund. Man muss ja nicht übertreiben. Nein. Nee. War easy. Ja, aufpassen, scharfe Kurven jetzt. Aber richtig scharf, Thomas. Ja. Scharf. Ja. Chili. Ich liebe meine Servolenkung. Oh mein Gott. Was für eine Servolenkung. Sag mal, wir können doch da oben mal anhalten. Vielleicht kann doch Pascal hier die Drohne mal fliegen lassen, oder? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall die Aussicht erstmal hier, ist schon geil. Genau, und dann könntet ihr nämlich vielleicht noch mal eine Runde fahren. Ja, mal gucken, ganz entspannt. Dann kann ich meinen Schwarzfahrer mal loswerden. Dann kannst du hier mal gucken. Mein Schwarzfahrer, ich habe einen Schwarzfahrer in meinem Visier. Da klebt eine Fliege drin, ja, schon die ganze Zeit. Oh, das ist eklig. Vielleicht ist es auch eine Bremse, ich weiß es nicht. Irgendwas großes Schwarzes. Auf jeden Fall ist es immer sinnvoll. Black Panther. Immer. Oh, haben die. Was denn? Ist groß und schwarz. Weißt du. Nein, es ist immer sinnvoll, das Visier zuzuhaben. Egal wie warm es ist. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn du irgendein Fieder im Helm hast. Da kannst du echt Panik kriegen. Hatte ich tatsächlich, aber ich habe unten diesen Schlitz offen gehabt. Für die Belüftung. Ich weiß nicht, ob es dadurch gekommen ist. Keine Ahnung. Oh, das ist echt gefährlich. Ja, ist nicht mein Thema. Dominik denkt sich so, ja, unangenehm. Du bist ja sowieso, Fliegepuck, ne? Meine Pille ist der Hammer. Ja, oder wo? Ja, weiß ich nicht. Da oben? Wo hoch? Da oben dann. Ja, guck mal, Pascal, wir können auch einfach nur quatschen und fahren und quatschen. Ja, lass erstmal gucken. Also meine Freunde, ich würde sagen, das reicht auch erstmal für das heutige Video. Nächste Woche seht ihr, wie es weitergeht. Und wir chillen jetzt da, machen noch eine Pause. Und ich würde sagen, wir sind die Quad Family 31 und sehen uns nächste Woche genau an dieser Stelle und sagen tschau. Ciao. Macht's gut. I fell in lust. Do you
fiery tide, I was lost and sad to the voices in my head.